Mein Name ist Céline Huber. Ich bin Juristin und bin der junge CVP. Meine Interessen liegen ganz klar in der Politik. Ich bin seit 4 Jahren im Landrat und Präsidentin der Landrätlichen Volkswirtschaftskommission. Ich bin Mitglied in der Wasserkommission Altdorf, in der Kantonalkommission der Provinz Firmis und Präsidentin der CVP Altdorf. Als solche, denke ich, liegen meine Stärken sicher darin, dass ich sehr zuverlässig bin. Zu meinen grössten Ängsten gehören die Spinnen. Ich bin sehr stolz auf den Kanton Uri, weil er eine hohe Lebensqualität aufweist und das auch sehr gut gegen aussen zu vermarkten weiss. Mich stört am Kanton Uri, dass gerade Gemeinden oftmals gegeneinander und nicht miteinander arbeiten und durch das oftmals der Gesamtblick für den ganzen Kanton Uri verloren geht. Ich würde gerne im Landrat bleiben, damit nur Politik für die Jungen, sondern vor allem mit den Jungen betrieben wird. Céline Huber, du bist eine der Jungen, die als Bisherige sich zur Wahl stellt. Du bist jetzt schon 4 Jahre im Landrat. Hast jetzt ein bisschen reinschauen in den ganzen Betrieb. Was hat dich in den letzten 4 Jahren am meisten überrascht? Am meisten überrascht hat mich sicher die Diskussionskultur. Also wir haben eine sehr gute Diskussionskultur im Rat. Wenn man es vergleicht auf Bundesebene, ich weiss nicht, die schon mal im Parlament waren, die sehen alle, wo Leute, die am Zeitung gelesen sind oder die sonst irgendwie am iPad. Also im Landrat wird nicht Zeitung gelesen in dem Fall? Oder nur selten? Es ist nicht offensichtlich, okay. Weil niemand Zeitung vor sich hat. Du bist sehr intensiv im Landrat aktiv. Wir haben es gehört, du bist Präsidentin der Volkswirtschaftskommission. Du bist nebenbei nur Juristin. Wie nimmt das dein Umfeld auf? Haben die nicht auch schon ein bisschen gemotzt, dass du vielleicht zu wenig Zeit für sie hast? Ich muss sagen, ich habe ein sehr verständnisvolles Umfeld, aber es ist tatsächlich so, es ist nicht immer einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Aber durch das, dass Politik auch zu meinen Hobbys gehört, bin ich sehr gerne bereit, für das auch Zeit aufzuwenden. Politik ist dein Hobby und wenn man Politik als Hobby hat, kommt irgendwann die Frage, welche Partie man will. Du bist in der CVP. Wieso CVP? Das ist eine relativ einfache Frage, würde ich sagen. Die CVP ist mir am nächsten. Ich denke, die CVP tut in dem Sinn politisieren, dass man doch auch einen gewissen Respekt gegenüber von seinen Mitmenschen hat. Die Politik basiert auf einer gewissen Wertschätzung. Die Politik basiert auf Eigenverantwortung, soziale Verantwortung, aber auch Solidarität. Und ich denke, das sind doch sehr wichtige Grundpfeiler in unserer Gesellschaft. Das sind sehr tolle Begriffe, Solidarität, Wertschätzung. Ich nehme an, alle von den anderen Partien würden das unterschreiben. Was man bei euch manchmal ein bisschen sucht, ist das konkrete Profil. Ich gebe dir jetzt hier die Möglichkeit, das richtig zu stellen und zu sagen, was habt ihr für ein Profil? Das würde ich natürlich gar nicht so sagen, weil gerade die Jung-CVP, wenn man schaut, wie sich die Jung-CVP in den letzten Jahren auch im Rat eingebracht hat, ich rede von Themen, die die Jungen eben beschäftigen, wie das Berufsbildungszentrum, wie aber auch Sport- und Freizeitinfrastrukturen, wo man sich aktiv einbringt, wie Bildung, wo und das wo sind die vorne dran von der Jung-CVP? Wo ich schon der Meinung bin, dass gerade bei den Jungen wir sicher eine Position einnehmen, wo ein gewisses Bild abgibt für die Jungen, wo man sieht, mal, wir bewirken etwas im Kanton Uri. Also doch ein Profil. Und ich werde jetzt anhand von ein paar eher politischen Fragen noch ein bisschen mehr herausfinden, was denn dein Profil ist. Wenn man die CVP hört und man fragt, was ist denn wichtig, dann sagen wahrscheinlich die meisten, Familienpolitik ist wichtig. Da ist ja zum Beispiel jetzt aktuell auch die Frage, wie kann man Familien fördern? Kommt immer wieder der Begriff Krippen auf Krippenplätze. Im Kanton Uri ist man da noch nicht so weit wie jetzt in anderen Kantonen. Hast du das Gefühl, der Kanton Uri hat da Aufholbedarf? Müsste man mehr Krippenplätze zur Verfügung stellen? Müsste der Kanton etwas machen? Ich denke, wie du gesagt hast, man muss zuerst mal anschauen, wie ist die Situation im Kanton Uri. Wir haben im Kanton Uri sind ein sehr kleinräumiger Kanton und durch das ist auch das Modell, das Familienmodell, das man hier lebt, ist vielleicht noch ein bisschen anders verankert als vielleicht in Grossstädten wie Zürich. Insofern ist sicher auch gerade die Hilfe, die man von Grosseltern in Anspruch nehmen kann, ist viel mehr verbreitet als eben in Grossstädten. Ich bin aber grundsätzlich der Meinung, dass wenn der Bedarf um ist,
dass man auch Krippenplätze zur Verfügung stellen soll, dass man kann sowohl an den Frauen auch die Möglichkeit geben kann, wenn sie möchten, dass man berufstätig kann sein kann. Und was hast du das Gefühl, ist im Moment der Bedarf um, oder würdest du sagen, nein, im Moment haben wir genug? Also aus meiner Wahrnehmung, aus Rückmeldungen von der Bevölkerung und wenn ich auch sehe, wie das gelebt wird in meinem Umfeld, habe ich das Gefühl, ist momentan der Bedarf nicht dringlich. Okay. Kommen wir noch auf ein Thema, das nur den Kanton Uri betrifft und wo wir in den letzten Jahren immer diskutiert haben, das Thema Gemeindefusionen. Mhm. Da hat man ja ein bisschen versucht, in die Richtung zu gehen. Das Stimmvolk hat das aber abgelehnt. Wie stehst du zu dem Thema? Hast du das Gefühl, da müsste etwas gehen in die Richtung? Ich denke, es ist wichtig und auch richtig, dass es Gemeinden gibt, die miteinander konstruktiv zusammenarbeiten. Ich glaube, die Abstimmung der Gemeindefusionen hat einfach ganz klar gezeigt, dass der Leidensdruck bei den Gemeinden einfach noch nicht so hoch ist, dass man jetzt müsste Gemeindefusionen erzwingen. Also das heisst im Moment noch zu früh für so etwas? Grundsätzlich bin ich aufgrund dieser Abstimmung jetzt der Meinung, dass es ein guter Ansatz gewesen wäre. Es hätte die Möglichkeit gegeben, auch finanziell die Gemeindefusionen zu fördern. Aber ich bin der Meinung, momentan ist die Zeit wahrscheinlich noch nicht reif. Céline Huber, vielen Dank für das Gespräch. Danke.